Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Anlagen ein bisschen automatisiert und ich habe es in der Zwischenzeit mal ein bisschen laufen lassen. Also wenn wir jetzt hier hintergehen, mal nach hier hinten, dann sehen wir schon, wir haben jetzt hier 500 bereits drin und hier oben haben wir auch schon eine gewisse Menge drin. Ich habe halt nichts gemacht, ich bin nur da gesessen und habe es laufen lassen. Ich wollte ihn nicht aufnehmen und ich bin aber leider nicht dazu gekommen. Ja, hier sehen wir schon, ist ein bisschen was drin. Wie schaut es hier aus? Sind auch ein bisschen was drin. Genau, perfekt. Heute würde ich gerne mit euch die Forschungsanlage vor allem mal bauen. Damit gleich beginnen. Und dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen mehr Automatismus in das Ganze hier reinkriegen. Und vielleicht die Produktionsstelle hier ein bisschen ausbauen. Und vielleicht dann auch die Stromanlage oben drauf setzen. Außerdem würde ich gerne, ich schau mal, wie wir das schaffen, hier hinspringen, das hier machen. Damit kriegen wir nicht einen festen Treibstoff. Den können wir wahrscheinlich dann mit Holz machen, dass wir absägen und vielleicht die Stromproduktion ein bisschen längerfristig sicher machen. Indem ich sozusagen Holz fälle und dann da reinschmeiße, bis wir halt irgendeine andere Technologie bekommen. Danach können wir dann mit Teilmontage und solchen Zeug hier fortsetzen. Wir tun das aber gleich mal hier rein, weil da brauchen wir 100 Beton. Das hätten wir rein theoretisch sogar. Wir haben 99 dabei, okay. Wir brauchen 100 Kabel und Schrauben. Nein, ich würde gerne einfach mal schnell Schrauben erscheinen. Absolut kein Problem, Schrauben zu produzieren. Das dauert halt auch wieder ewig. Bin schon beim Überlegen, ob ich was umbaue. Das ist jetzt auch nicht das Ziel. Ich kann eigentlich viel mehr automatisieren in dem Fall. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Beton. Was brauche ich denn eigentlich für die Bodenplatten? Genau. Die Dinger und das andere Ding. Der Kollege steht auch noch da oben. Ich glaube, der verlässt uns nie wieder, außer wir zerstören den Boden drunter. Also lang gleich verlässt er uns nicht mehr. Ich finde es cool, dass das diese sozusagen Bodenstabilisatoren hast, damit das gerade steht. So, das nehmen wir jetzt alles mit. Dann holen wir uns noch ein bisschen Beton und dann bauen wir eine Grundfläche mal für die Anlage fertig. Und nehmen wir gleich alles mit. Dann können wir nicht gleich auch den ersten Teil abliefern. Letztendlich den Kollegen hier down arbeiten lassen. Ich glaube, das ist schon wieder fertig hier. Wir haben jetzt 600 Kabel mit. Sollten dann 100 Dinger nicht gar nicht so langsam sein Draht. Schauen wir mal. Machen wir die 100 bei 500 Schrauben. Da schauen wir mal, dass wir das automatisieren oder vielleicht mit einer Anlage machen lassen. Ich könnte rein theoretisch wahrscheinlich auch. Das können wir schnell machen. Wir tun die Anlage unten schnell umstellen einfach. Dann macht die das, während wir da ganz gemütlich arbeiten. Weil jetzt sagen wir mal, die Kabel, die 100, das ist jetzt kein Problem. Aber 500 Schrauben. Das dauert halt schon seine Zeit, ne? Wo kommst denn du jetzt her? Dein Freund steht da hinten. Immer noch, glaube ich. Oder hat er sich jetzt befreit? I don't care, I don't know. Einmal auffüllen. So, dann können wir dich doch hoffentlich umstellen, oder? Nope. Produkt. Rezept werden hier. Schrauben. Du brauchst Stangen. 40 pro Minute macht er dann. Bedeutet, wir sollten das bis zu Ende der Folge locker doch. Das ist echt noch ein Kollege, der Freund da vorne. Ey du, dein Freund steht da unten. Magst du nicht mal hinlaufen und meine Anlage in Ruhe lassen? Das wäre sehr freundlich oder so. Der Autoservice ist aber auch sehr häufig. So, wir nehmen die 200 hier mit. Und ich nehme noch zur Sicherheit ein bisschen was mit. Dann können wir aber den Teil ablegen. Die 60. So, okay. Und Schub, Jungs. Dann schauen wir, dass wir die Anlage gleich mal grundsätzlich bauen. Und direkt vielleicht ein bisschen strukturiert arbeiten. Ist nicht meine Stärke. Man merkt es aus immer Captain of Industries. Da bin ich sehr, sehr strukturiert. Immer so absolutes Profi-Umgebung. So. Dann. Kuh. Fundament. Oh no, 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 warte mal. F. Muss ich den mal ein bisschen frei machen, warte mal.
Kollege, wie gesagt, dein Freund ist da oben irgendwo. Nicht hier. Verzieh dich lieber, hier kommt eine Produktionsanlage hin. Ich hab grad gedacht, der legt sich hin. Kollege, ich hab... Oh, da hinten sind andere Freunde. Ich hab dir gesagt, verschwinde! Lauf! So. Zwei Meter. Dann kommt da die Produktion dann hin. Reicht jetzt 2 Meter oder ist das... Ne, das schwebt schon. Da brauchen wir jetzt die... wieder die kleinen verwenden. Okay, 2 Meter. So. Dann haben wir da schon mal eine gute Grundfläche. Man muss mir nur überlegen, wie ich den ganzen Produktionskram jetzt mache. Für Energy fürs erste. So, und dann gehen wir auch nochmal hier rauf, weil wir können doch hier Wände auch bauen. 4 Meter Wand. Kann ich hier irgendwas noch ändern? Schnellwechsel, Baumenü schließen, hat verstecken, Gebäude auswählen. Ich dachte, vielleicht kann ich noch ein bisschen. Überlappen mit dem Zwischenraum eines anderen Objekts zu Überschneidungen kommen. Okay. Gut. Ich habe noch nie, ehrlich gesagt, eine Satisfactory habe ich früher nie wirklich gebaut. Ich habe alles am Boden irgendwie verteilt. War vielleicht ein bisschen ein Chaos dann immer. So, Production. Nee, Logistik. Wir brauchen erstmal einen Eingang. Ah, das fällt dann unter die Organisation, warte mal. Das muss man jetzt gut platzieren, ansonsten wird das hier nichts. Na, dann steht der hier so halb draußen. Ich weiß noch nicht, ob wir halt so halbe Wände kriegen oder kann ich rein theoretisch. Aus Interesse, wenn ich jetzt sage, ich mache hier zu. Ich habe ja nur ganze Wände, ich habe ja nicht so halbe Wände. Kann ich denn... Yes, nice. Dann ist hier nicht zu, da kommt nichts rein, aber ich kann an die Anlage ran. Schaut auch gar nicht eigentlich so schlecht aus. Das schaut echt aus wie ein Zugang. Bin ganz begeistert eigentlich. So. Und hier würde ich dann fürs Erste einen Splitter anbringen vielleicht. Splitter. Ah, ich habe keine Kabel gerade. Ah, ja. I understand. Oder warte mal, ich bräuchte vielleicht sogar 2 von den Lagerdingern, ne? Einmal für Holz und einmal für das andere. Wie schaut's hier aus, Kollege? Du hast... Na, no, du hast noch nicht so viel. Mensch, ey. Gut, brauchen wir ein paar Kabel. Aber ich habe auch schon wieder viel Beton verbraucht. Obwohl, gar nicht so viel, wie ich erwartet hätte. So, wenn ich jetzt genau hier nochmal so ein, eine Kiste hinpacke. Dann habe ich hinten auf beide Zugriff. Nice. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hier kommt Holz rein. Und hier kommen Pflanzen rein. Nice.
rein aus Interesse, kann ich Splitter übereinander bauen, wenn ich jetzt hier einen platziere? Man kann Splitter übereinander bauen. Und das ist natürlich sehr cool. Na, wie war das? Mit F. Dann bräuchte ich zwei Produktionsgebäude. Ich glaube, der Konstruktor kann das. Jetzt sehen wir wieder Platten. Eieieiei, was geht denn heute ab? Wie schaut es bei euch aus, Jungs? Ich hätte noch ein bisschen was zum Schlucken, wenn ihr wollt. Einfach damit ihr beide mir nicht leer lauft und ihr natürlich auch nicht. Auch wenn ihr irgendwann eine untergestellte Rolle stellt. Hi, mein Freund. Darf ich dich streicheln? Streicheln! Gott, damit falsch. Ich brauche ein paar Platten. Der Kollege chillt hier echt bei der Anlage. Der muss ja unsere CO2-Ausstöße richtig mögen. Waren eure Platten? Waren hier. Nicht die 184 mal mit. Jut, 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 jut. Weil dann wird das erste unten mal Energy Source. So, Q. Konstrukteur. Hä? Nee, was hier? Verstärkte Eisenplatten. Ah, da ist der Hund begraben. So. Verstärkte Eisenplatten. Da brauche ich so viel Schrauben auch wieder für. Ich brauche eine Eisen... eine Schraubenproduktion. Es fuck, glaube ich, meine... Holy moly. So. Konstrukteur. Wie nah kann ich an die ran? Okay, und jetzt hatten wir mit 3. Kann ich euch dann so platzieren? Und jetzt hat hoffentlich kannst du, genau, du kannst Biomasse aus Holz machen. Und du kannst Biomasse aus Blättern machen. Super. Und dahinter brauche ich dann den Fusionator. Den setze ich direkt hier wieder hin, also wieder hier, Logistik, Fusionator. Dann bauen wir hier wieder einen Container hin. Ich finde cool, dass das so easy geht. 3. Nice. Obwohl, dich würde ich gerne ein bisschen umbauen. Können wir das... Wie schnell kann ich dich machen? So schnell. Ja, finde ich schöner. Das hat ein bisschen einfach mehr Form. Hier vorne kann ich das nicht. Obwohl, hier vorne schaut es genauso aus. So, die Kollegen brauchen jetzt hier einen Turm zwischen. Auf mich zu bewegen. Ich bin gerade beim Platzieren. Stopp! Ich finde auch cool, dass er sagt, hey, du platzierst das wo du vielleicht mit irgendwas anderem interagierst. Aber das ist sozusagen nur, weil die Zone da ist. Ich bin nicht komplett drin. Was würde der denn sagen, wenn... Ne, er lässt mich das hier aber platzieren. Das ist cool. Finde ich toll, dass er sagt, hey, dass es zu Überschneidungen kommen kann. Aber zum Beispiel, jetzt hat, passt das ja ganz gut.
So, und fürs Erste würde ich einfach gerne, um das ein bisschen optisch auch herzurichten. Lass mich mal. Nein, 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 nein. Aber dann muss ich vielleicht erstmal F nochmal machen. Dich abreißen. Q, 4 Meter Wand. Doppelt aufstellen, wieder mit F dich abreißen. Mit Q die. Ich würde das gerne halt so ein bisschen. Also es schaut halt ein bisschen mehr wie so ein Durchgang aus, weil das soll so der Pfad werden. Fürs Erste. So ein Durchgang. Vielleicht ein bisschen übertrieben teilweise, aber ich finde es cool. So würde ich nicht gerne auch die Produktion da reinmoven, draußen nur die Öfen und eine Anlage wirklich errichten. Vor allem könnte ich dann sagen, dass hier in regelmäßigen Abständen. Kabel gelegt werden, dass zum Beispiel er jetzt sich mit ihm verbindet und er sich mit ihnen. Dann haben wir hier sozusagen unsere Verkabelung schön versteckt, schön an den Rand rangebaut. Schaut ordentlich aus, finde ich. Und jetzt bauen wir hier die Rückwand noch zu. Ich muss dann sagen, zum Glück sind die bestimmten Sachen nicht so hoch, aber man will ja trotzdem schon mal schauen, was man machen kann. Wie sind das eigentlich? B, Q. Zack, 1 Meter Foundation. Kann ich die da um? Oder meckert der dann, wenn ich das da platziere? Müsste ich das Ganze noch 1 zum Meter anheben, hä? Ich glaube, das wäre schlau, wenn ich das nochmal mache. F, weg damit. Ich glaube, die Limits sind sozusagen die Lichter von der Anlage hier. Warte mal, auf euch kann ich doch anders auch hochklettern. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann Q. Ich will jetzt nicht so extrem hohe Wände machen. So, dann schauen wir nochmal. Q. Fundamente 1 Meter. Jetzt habe ich mich schon wieder runtergeschmissen. Ja, dammit. Ich muss mir das nochmal ganz anschauen, Leute. Nee, Chef, passt nicht ganz. Steckt der oberste Teil wieder ganz drin. Bedeutet, ich müsste wirklich auf der Höhe bauen. Dass wir hier drin gescheit arbeiten können. Cool. Aber es wird ja. Also es dauert ein bisschen, aber dann wird das auch schon. Ist jetzt natürlich ein Zeitaufwand ein bisschen, aber. Bräuchte man nur ein bisschen andere Wände noch, vielleicht höher und größere Wände. Dann verkapseln wir direkt unsere
Anlage in ein neues Kleid. Mit Q. Fundamentos. Oh, das war nicht der Plan. Sorry. Goddammit, jedes Mal derselbe Fehler. Nein, daneben bauen. Und jetzt mit F kurz die Kollegen abreißen. Cool. Unser erstes verbautes Eck sozusagen. Wir brauchen jetzt nur noch mal kurz ein bisschen logistisch. Und zwar Wände. Und nochmal schnell Wände. Dann würde ich es nicht eventuell wieder hier so handeln, dass wir sagen, erstmal zack. Dann wieder unsere halben Meter Wände. So. Ich glaube, das wäre dann so fürs Erste die Energieproduktionsecke. Vielleicht ein bisschen übertrieben groß, aber ich finde es cool. Und warum sollen wir das nicht gleich ein bisschen größer gestalten? Dann haben wir noch einen Umbauraum, bevor ich irgendwas komplett Crazyes mache. Außerdem finde ich so ein bisschen das mal ein bisschen zu nutzen, vor allem dieses Bausystem, was ich ja eigentlich nie wirklich verwendet habe, finde ich mega geil. Wie habe ich dich platziert? Dich habe ich ganz an die Wand platziert, dich wieder nicht. Ich habe keine Kabel mehr. Null Probleme, wir gehen hier durchs Fenster durch. Und bauen dann unsere ein, zwei Käbelchen. Absolut kein Problem, Draht. Ich habe einiges Beton mittlerweile verwendet, aber hey. Wir haben in unserem ersten Block schon stehen. Zwei. Wir müssen dann nur noch eine Durchreiche für den Strom in Zukunft machen, ansonsten wird es nichts. Vielleicht muss ich da eine Wand aus Einser-Dingern machen, damit sozusagen die Energie durchkommt, weil ich kann das ja glaube ich nicht hier so durch... Kann ich? Cool. Also ich muss mir darum gar keine Sorgen machen. Schicke Sache. Okay, die Kante schaut hier... Ist das auf der anderen Seite auch so? Hä, warum ist das... Kann man die so unterschiedlich platzieren? Wait, what? Warum platziert er das so weit vorne? Oder ist es, dass du die Fassade noch hier machen kannst? Ist halt jetzt ein oranger großer Block. The Orange Block. Das Gute ist halt jetzt, wenn wir das dann anschließen und ready machen. Ich muss nur noch die Ressourcen liefern. Und muss mich nicht mehr um Energie großartig kümmern. Das wäre natürlich Hype. Einfach pure Hype. Deswegen sammle ich gerade ein bisschen was, damit die auch was zu tun haben. Weil ich habe jetzt alles grundsätzlich immer umgewandelt. Und das muss jetzt nicht sein. So. Versuche das zu heilen. What? Ich habe noch nicht so viel gemacht. Ich habe bloß ein bisschen Fläche frei gemacht, Mensch. Vielleicht werde ich wieder vom Spiel beschimpft, weil ich ein bisschen... Ich habe noch keinen einzigen Baum gefällt. Bloß Sträucher gelöscht. Ob ich in Zukunft neben der Produktion auch eine schöne Heimat bauen kann, also so ein schönes dekoratives irgendwas,
So, wie viel habe ich jetzt? 1300 Schaden. Jetzt habe ich ein bisschen was. Ein bisschen was. So. Hier habe ich 71 davon. Und hier habe ich 300 davon. Nein, andere Richtung. Gut, und dann kann ich da reinlaufen und gebe dem schon mal ein bisschen was, weil natürlich jetzt... Na komm, nimm alles. Nimm! Gut. Muss man erstmal gucken, wo ich die ganzen Sachen anschließen kann. Ich schließe dich hier so an und schließe dann dich an das an. So, hier kommt jetzt also erstmal die Biomasse raus. Schick. Lass mal die mal ein bisschen arbeiten, weil wir haben, glaube ich, genug Last zur Verfügung stehen. Ja. Absolut kein Problem. Dann können die ein bisschen arbeiten und schon mal vorproduzieren. Ich brauche nicht erstmal eine Motorsäge, damit wir das wirklich richtig anheizen können. Aber vielleicht stellen wir dann in Zukunft beides auf Holz um, aber ich glaube es eher weniger. So. Oh, schau mal. 500 Schrauben. Perfekt. Dann kriegen wir jetzt unsere Motorsäge. Ah, ne. Schrauben. Launch! Flieg, Junge! Milestone reached. Solid biofuel, created from any biomass, ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, Tschüss. The chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note, will you be the Fix-It employee of the month? You could be, if you construct, automate, explore and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated, fun. Aber wenn du es anguckst, hier, unter Rezepte, kann ich den Feststoff machen und der wird aus Biomasse hergestellt. Brauchen alle gleich schnell zum Produzieren, das braucht ein bisschen länger. Und aus den Blättern kriege ich nur 5 raus. Also Holz ist eigentlich die effizienteste Variante. Und aus dem kriege ich auch noch ein bisschen was raus. Bedeutet, da müsste ich dann vielleicht nochmal 2, 3 dran schließen. Da werde ich aber das dann so machen. Und die dann hier in den Speicher wieder reinfüttern lassen. Vielleicht erweitere ich das noch eins nach hinten an bestimmten Stellen, damit ich einfach Fläche habe. Hm. Aber als erstes schauen wir uns mal an, wir haben die Möglichkeit, eine Kettensäge zu bauen. 160 Schrauben, 5 verstärkte Platten. Aha. Also ich habe alles außer die Schrauben und die versteckten Platten. Ah, die versteckten Platten kann ich machen, indem ich mir Schrauben daher hole. Komm, machen wir mal. Helfen wir dem Kollegen mal ein bisschen mit, weil ich hätte jetzt gerne die Kettensäge. Vielleicht muss er dann echt schauen, was man mit Blättern in Zukunft macht, weil nötig ist es ja dann wirklich nicht mehr. Schauen wir mal. Ein bisschen was extra. Dann passt das schon. Mein kleiner oranger Würfel, der arbeitet schon fein. Ladadadidu. Na komm. 2, 3, 4, 5. Jetzt kriegen wir unsere Kettensäge. So, perfekt. Einmal Kettensäge bitte. Eine Kettensäge führe mich. Cool. Das ist jetzt in meinem Inventory. Ah, moin, bist wieder zurück. Bremsen. Ah, schau, er braucht Festtreibstoff. Ich hole mir mal ein bisschen was aus meiner Anlage raus. Ich habe ja zum Glück hier ein bisschen was auf Lager. Wieder ein drittes Frachters. Aber das ist natürlich die Sache, da bräuchte ich wahrscheinlich einfach eine
höhere Durchsatzrate, beziehungsweise schon bessere Förderbänder. So. Machen wir uns kurz ein bisschen Pressetauscher. Schau, jetzt kann er schon arbeiten. Mit einem schönen Festtreibstoff, da läuft er schon. So. Ich hätte gerne ein bisschen was auf Lager, dann tun wir nicht mal hier ein bisschen Bäume fällen. Vor allem die Hinteranlage, die stören halt so ein bisschen, ne? Oh, da kriegst du auch viele Blätter. Ich hätte gerne mehr Holz, Leute. I need more wood. I need more wood. Jede Ecke wird mal umgebaut. Alles, was an Fläche bei uns ist, muss rein und sauber und ordentlich werden, bitte. Wir haben neue Reinlichkeitsgebote. Keine Pflanzen, die aktiv entfernt werden dürfen, müssen hinter der Anlage stehen. Ich sage euch, das wird schnell ein trostloser Platz hier. Vor allem, wenn man mir eine Kettensäge gibt. Juhu! So. Und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und hier noch ein paar Pflanzen weg. Jawohl. Hallo Baum. Oh, der hat mitgegolten, okay. Bringt trotzdem. Also Holz kriegen wir sehr wenig hier. Aber wird ein ganz schön kahles Tal, glaube ich, wenn ich jetzt hier bald durchrasche. Guck mal, da ist noch ein Baum. Wir brauchen halt ein bisschen Biomasse einfach, ne? Ist ja kein Problem. Einmal einfach weg damit. Hier auch nochmal. Oh, der nimmt gleich alle mit, okay. Das ist ja ungut. Der schluckt immer gleich alles. So. Aber der Baum hier ist auch wieder prädestiniert dafür. Wer braucht schon Fauna? Wo Produktion steht, muss Produktion auch sein und nichts anderes. Das ging easy und einfach. Kann ich dich machen? Aber vielleicht kann ich damit dann sozusagen einfach die komplette... Ja, Shay, das macht es um einiges einfacher. Die Frage ist, wie viele Büsche entfernt er? Ja, schon einen ordentlichen Kreis. So. Büsche weg. Vielleicht stelle ich hier mal mitten rein. Ja, schau mal, wie schön. Ja, 4000 Blätter und 500 Holz. Das sollte fürs Erste doch reichen. Weil dann setzen wir auf Festbrennstoff um. Dann hat sich das Ganze erledigt. Was war hier? Hier sind Blätter drin. Bedeutet, hier können wir die Blätter abgeben. Das Gute ist, ich habe jetzt auch Tonnen Holz gesammelt. Also auf jeden Fall ein bisschen was. Bedeutet, die Anlage sollte wieder arbeiten können. Und du kriegst genug hier rein. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben unser erstes überdachtes Eck gemacht. Wir
Ich kann nur mal Zeit ausschalten. Ich mag das auszuschalten. Das ist jedes Mal so bei mir die Frage. Nee, das ist was anderes. Ich bin jedes Mal zu blöd, das Hub auszuschalten. Nein. Das ging doch irgendwie. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Wow. Haben wir hier schon unsere erste Anlage hingebraucht. Ich glaube auch, dass wir bald was hinkriegen. Stück für Stück wächst das Ganze jetzt. Wir haben uns das fast schon komplett zugebaut. Jetzt kommen dann die Anlagen hin, die dann hier schön noch das Ganze produzieren werden. Wir werden natürlich jetzt erstmal schauen, dass wir die Ressourcen noch weiter umwandeln. Und dann die ganze Stromproduktion dran stecken. Aber ich würde sagen, wir haben was Gutes vorangebracht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.